Ist da jemand? Aufmachen! Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen! Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Sag ihm, Geralt von Riva will ihn sprechen. Kann nicht versprechen, dass Herr Reuben Zeit für dich hat. Wollen wir wetten? Na schön, ich werde es versuchen. Eine Nummer. Siggi Reuven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Du kannst dir ablegen. Deine Ausrüstung passiert nichts. Wunderbar. Siggi Reuven wartet nebenan. Hey, Weißer. Netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt, er wird nicht rum. Ach. Und Junior hat ihm die Hand abgeschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Größeren zu schieben. Dann hat er die Leiche zurückgeschickt als Hand ausgestreckt in Frieden. Reuven noch nicht gesehen. Hurensohn. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Reuven, dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Ich denke, euer Gastgeber stellt mich vor. Er ist ein Hexer. Derjenige, der erst ein Attentat auf Foltest verhindert und den Monarchen dann getötet hat. Angeblich. Ich habe Foltest nicht getötet. Dir auch einen guten Tag, Dijkstra. Reuven, oder wie auch immer du dich gerade nennst. Beim letzten Mal hat Geralt mich windelweich geprügelt und meinen Knöchel zermalmt. Ich frag mich, was er diesmal auf Lager hat. Eindringlinge, sie haben sich ins Badehaus geschlichen, mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Ah! Schlag ihn! Tötet ihn! Hurensohn Junior lässt ihn. Reißt euch zusammen, Jungs! Wir sind alle gemeinsam! Tötet den Wachmann! Irgendwelche letzten Worte? Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Niemand entkommt! Wir können ihn nicht umbringen! Verdammt!
Wir brauchen einen lebendig. Niemand einfach klar. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Der hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Das ist privat. Ah, Geralt legt großen Wert auf seine Privatsphäre. Es war ein blutiger Albtraum, ihn auszuspionieren und zu beschatten. Trotzdem. Als er Marigold gesucht hat, war er nicht so misstrauisch. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schicke meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt oder wie auch immer du heißt? Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Irgendeine Idee, wo Junior steckt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Sigi? Ist einen Versuch wert. Geralt ist gut darin, Leute zu finden. Und diskret ist er. Das ist nicht zu unterschätzen. Dann lasse ich euch allein. Ich schau morgen bei dir rein, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir unter uns. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Ich hatte meine Gründe. Dein Bein wäre in Ordnung, wenn du mir nicht in die Quere gekommen wärst. Verstehe. Nun, ich verspreche dir, wenn ich die Dinge wieder rückgängig machen könnte, würde ich in Tanet vieles anders machen. Beispielsweise hätte ich meinen Männern befohlen, dich zu töten, statt dich zu fesseln. Hör zu, Rolf. Oder eher, Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sage ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht?
Ich sage dir, was ich auch König Visi mir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele, so macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Reich Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemanden. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Du wirkst so gereizt. Stimmt etwas nicht? Entschuldige, ich war in letzter Zeit unausstehlich. Das Alter, die Wechseljahre, die Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen. Dijkstra, Männer haben keine Wechseljahre. Das weißt du doch, oder? Ja, du Idiot. Und dass dich meine Probleme einen feuchten Dreck interessieren, weiß ich auch. Was willst du? Du hast mich durchschaut. Ich suche Arbeit und dachte, du hättest welche für mich. Monster jagen oder so. Ja, vielleicht könntest du mir tatsächlich helfen.
Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Du bezahlst mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als M hier deine Dienste wollte? Wer hat dir davon erzählt? Was meinst du mit wer? M hier natürlich. Haha. Ich verrate doch nicht meine Quellen, weder dir noch irgendwem sonst. Wäre verdammt unprofessionell. Aber genug geredet. Ja, ich zahl dir was. Verlass dich drauf. Also, bist du dabei? Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Folge mir. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart? Bart, hör auf damit! Sofort! Bart, Hilfe! Bart, machen Sie die Familie platt! Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Nicht traurig. Wo hast du den Troll her? Aus Erikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen den Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's todernst. Bart, sie im Buckelpferde. Heißt da. Sigi Bart mit dem Sigi gut. Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komm nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bart bewachen. Dann machen Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute, eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart leid tun. Bart das tun müssen. Na schön. Ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen.
Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut, ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floreen, eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Glänzend, Satch. Alles weg. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den scheiß Namen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopfwirr. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Ja, Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Troll. Na na, Kopf hoch. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fonz. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popsporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fonz, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste Gegengift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fonz losgelassen und bin wie wild weggerannt. Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. War es... Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken. Wirklich.
Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Rittersporn, wo bist du da bloß reingeraten?